Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch vielen Dank, liebes Publikum, dass Sie heute das grandiose Wetter zurückgelassen haben und sich heute oder uns heute Frauen die Bühne geben mit ihrer Präsenz. Hand aufs Herz. Wer ist eher so der Kopfmensch unter Ihnen? Okay. Wer ist eher so, ach, ich gehe so eher nach meinem Bauchgefühl, gerade bei komplexen Entscheidungen? Ist das tricky? Aha. Nochmal, die bei komplexen Entscheidungen eher auf ihre Intuition hören, nochmal melden, sodass man das sehen kann. Wow. Ich muss gestehen, ich war ein extremer Kopfmensch. Ich habe vorher immer alles durchdacht, durchanalysiert, mir 25 Bücher zu dem Thema durchgelesen. Übrigens auch zu dem Thema Intuition habe ich mir auch 5 Bücher gekauft, um heute Ihnen was präsentieren zu können. Und als ich dann da stand, also hier stand, habe ich mir gedacht, oh, wenn du schon das Thema Intuition hast, dann gestalte auch das Thema nach deinem Bauchgefühl. Weg mit der Präsentation. Der Präsentation, die mir die ganze Zeit Kopfschmerzen bereitet hat, weil ihr ja so ein grandioses Format hier geschaffen habt. Wie kann man so ein komplexes Thema auf 7 Minuten runterbrechen, habe ich mir gedacht. 25 Mal mindestens habe ich mir das zu Hause durchgesprochen. Nicht einmal habe ich es geschafft, in 7 Minuten das Thema unterzubringen. Von dem her, weg mit der Präsi. Ich möchte euch das Thema Intuition näher bringen, wie ich es persönlich erlebt habe. Das Thema ist so extrem, ich kriege wieder Gänsehaut. Ich habe in meiner systemischen Coaching-Ausbildung das Thema für mich entdeckt. Auf einmal hieß es, warum bei der Vielfalt an Möglichkeiten, auch gerade als Unternehmerin, engagierst du dich hier, auf welche Zielgruppe musst du dich fokussieren, in welche Themen musst du dich nochmal vertiefen, ist dieses Thema jetzt relevant oder auch relevant in der Zukunft? Es gibt so viele Dinge, die einem durch den Kopf schwirren, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich bin total desorientiert. Ich weiß gar nicht, worauf ich tatsächlich fokussieren soll. Und da ich mich ja mit der Thematik Generationen und Unterschiede in den Generationen auch beruflich auseinandersetze, habe ich oft gesagt, naja, die Generation Y, so ab 1980 Geborenen, das ist die Generation orientierungslos. Wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir am Ende des Tages gar nicht mehr sagen können, was ist eigentlich wichtig für uns. Und oftmals habe ich das Gefühl, ergreifen wir genau die Möglichkeit, die am lautesten schreit, die am sexiest aussieht, ja, die am attraktivsten ist, ohne tatsächlich mal in uns reinzugucken und nachzudenken, ist das denn etwas, was ich wirklich brauche? Oder bin ich einfach durch diese Angst getrieben, etwas zu verpassen? Weil wir haben ja so viele Möglichkeiten. Eine Schande, wenn ich diese Möglichkeit verpasse, nicht wahr? Und gerade zusätzlich noch für mich als Unternehmerin muss ich ja auch ganz viele strategische Maßnahmen ergreifen, um halt erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, durch diese systemische Coaching-Ausbildung, ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung für das ESB-Institut, habe ich festgestellt, wenn ich nur nach dem nachjage, was am lautesten schreit, was nur im Kopf hier Sinn macht, dann verliere ich mich als Persönlichkeit. Weil das, was mir wirklich wichtig ist, im Grunde weiß ich das schon. Und zwar dann, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre. Und ich meine nicht das Bauchgefühl, wenn wir hungrig sind, wenn wir müde sind, ja, dann entscheiden wir uns vielleicht eher hier und da nach emotionalen Gefühlslage, in der wir uns gerade befinden. Sondern ich meine die Intuition, die, wenn wir uns einem Thema komplett hingeben, uns selbst steuert. Mittlerweile ist es so, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, denke ich nicht, kopflastig drüber nach, okay, ich muss mich jetzt bei dieser Arbeitsgruppe betätigen, ich muss jetzt da nochmal hingehen, ich muss den kennenlernen, ich muss dieses Buch lesen, sondern ich lasse die Dinge viel mehr auf mich zukommen.
Und ich merke, meine Intuition leitet mich dahin. Sie sagt mir, sie filtert für mich. Und auf diese Weise versuche ich, dieses Orientierungsproblem in den Griff zu bekommen. Jetzt habe ich komplett meine Präsentation über Bord geworfen, weil ich bei euch sein wollte, bei euch als Publikum zu gucken, wie kriege ich euch eingefangen zu diesem Thema, zu dem Thema, wo eigentlich so die Frauen häufig mit assoziiert werden, oder? So Intuition auf Bauchgefühl hören, ist das eher ein Frauenthema? Wer würde sagen, ja? Ich würde sagen, das ist ein zutiefst menschliches Thema. Und bevor wir in diesem Zeitalter des sehr stark kognitiv orientierten Daseins, das fing ja schon an bei den Philosophen, die gesagt haben, wenn ich denke, dann bin ich. Ja, in den Schulen wird uns das auch ein bisschen abtrainiert, auf das Gefühl zu hören, sondern du musst, wenn du für etwas einstehst, in der Lage sein, das zu verargumentieren. Das heißt, all das, was du hier in dem Kontext wahrgenommen hast, musst du erstmal auf die Ratio hochziehen, durchspielen und eigentlich nur einen ganz kleinen Filter wiedergeben. Auf dieses Spiel lasse ich mich nicht mehr ein. Ich beschäftige mich mit Dingen, ich lasse vieles auf mich zukommen und überlege dann, ob das für mich gut war oder nicht. Und in den meisten Fällen, also auch solch eine Bühne zu nutzen, habe ich mich eben nicht kopflastig angestellt, sondern habe gesagt, Mensch, warum nicht? Dann kann ich vielleicht den einen oder anderen mit diesem Thema beglücken. Vielen herzlichen Dank.